ist ein neuer Sonntagmorgen. Hey, richtig stark, dass ihr dabei seid. Hey, schön dich zu sehen, Raffi, mal ja, wieder. Ja, schön dich zu sehen, Corinna, gell? Mal wieder. Das ist ein schöner Sonntag, ein schöner Start in den Sonntag. Mit euch und mit Raffi und mit dem ganzen Online-Kiko-Team. Cool, dass ihr da seid, euch reingeklickt habt. Heute zum Online-Kiko. Wir freuen uns schon, was alles wieder passieren wird. Du darfst gespannt sein. Und Corinna, möchtest du am Anfang noch mit uns beten? Hey, voll gern. Und Kids, wäre cool, wenn ihr mich auch unterstützt daheim, okay? Herr Jesus, ich danke dir einfach für diesen Sonntag. Ich danke dir, dass wir einfach zusammen Online-Kiko feiern dürfen. Jesus, ich danke dir für die ganze Schöpfung, für all das Coole, was wir einfach die letzten Wochen erfahren und lernen durften, Jesus, von dir und von deinem Wort aus der Bibel. Wir danken dir, Jesus, und wir bitten dich, dass du auch heute wieder zu uns sprichst. Und wir sind schon ganz gespannt, was alles auf uns wartet. Und wir danken dir einfach, Jesus, dass du auch mit uns durch diesen Sonntag gehst. Amen. Amen. Sehr cool. Ich freue mich schon. Auf den Worship. Ja, ja, ja. Vielleicht ja. Ist Raffi an der Gitarre mit dabei. Luftgitarre im Hintergrund, gell? Let's go. Raffi. Ja, okay, ich komm hier. Hey, schön, dass du da bist. Komm, lass uns singen. Von unserem guten Gott. Der hat alles gemacht, was du siehst. Und die Bäume und die Berge, guck einfach raus aus dem Fenster. Du selber bist von ihm gemacht. Er ist gut. Ein guter Gott bist du. Das rufe ich dir zu. So groß und furchtbar stark. Ich sing für dich und sag, dass ich dich mag. Komm, sing für ihn. Das Schöne, was ich um mich sehe, hast du gemacht. Das Schöne, was ich um mich sehe, hast du für mich gemacht. Mit deiner großen Fantasie, dir alles ausgedacht. Sag mir was! Die Sonne, Mond und Sterne, das Riesenhimmelzelt. Und noch? Die Bäume und die Berge, mein Leben und die Welt. Es ist gut! Ein guter Gott bist du, das rufe ich dir zu. So groß und furchtbar stark, ich sing für dich und sag, dass ich dich mag. Ich mag dich, Gott, ich hab dich lieb. Das Schöne, was ich um mich sehe, komm schon! Das Schöne, was ich um mich sehe, hast du für mich gemacht. Ja! Mit deiner großen Fantasie dir alles ausgedacht. Jetzt sag mir was! Die Sonne, Mond und Sterne. Ja! Das Riesenhimmelszelt. Was noch? Die Bäume und die Berge. Mein Leben und die Welt. Ein guter Gott bist du, das rufe ich dir zu. So groß und furchtbar stark, ich sing für dich und sag, dass ich dich mag. Sing, ein guter Gott, jetzt geht's los, kommt richtig laut. Ein guter Gott bist sing, komm. Du, ich kann dich hören. Dir zu, so groß und furchtbar stark, ich sing für dich und sag, dass ich dich mag. Ich sing für dich und sag, dass ich dich mag. Komm, sing für ihn, letztes Mal. Ich sing für dich und sag, dass ich dich mag. Ich mag dich, Gott. Du bist einfach gut. Alles, was du gemacht hast, ist gut. Du bist der Grund, warum ich tanze.
von links nach rechts. Ihr könnt es auch perfekt. Klatsch in die Hände jetzt. Wir stehen von links nach rechts. Ich will dich sehen, wie du tanzt, wie du lachst und sprichst. Du kannst es auch. Scheiß auf, zeig mir, wie du singst. Raffi ist richtig noch abgegangen im Hintergrund, ey. Das kann ich euch sagen. Luftgitarre, das kann er fast noch besser wie normale Gitarre. Kann ich besser als normale Gitarre. Sehr schön, ja. Kids, es gibt in den Sommerferien gerade kein Gewinnspiel, aber wir haben überlegt, dass ihr miträtseln könnt, gibt es die Frage des Tages. Genau. Und Achtung, jetzt kommt ein bisschen Spoiler-Alarm. Ein Spoiler-Alarm und ich würde sagen jetzt Trommelwirbel. Und Kinder, haltet euch ein bisschen fest. Nämlich geht einer von unserem Team, der liebe Markus, der geht bald in ein anderes Land. Und die Frage ist, wo geht er hin? In ein weites Land, ist es weit weg. Gell? Vielleicht aber auch nicht, man weiß es nicht. Ist es, liebe Corinna, Antwort A, nach Barcelona? Nach Barcelona? Das kleine Barcelona hier in Deutschland, nämlich Barcelona. Geht er nach Australien zu seinen Lieblingstieren, nämlich das sind die Koalas? Aber Australien ist ja der ganze Kontinent, wo ist er denn da? Das ist doch... Australien. Okay. Ja. Geht er nach Sambia, in ein Land nach Afrika und hilft dort? Oder geht er nach Südamerika, nach Paraguay, weil er diesen Namen Paraguay so gut findet? Okay? Darfst mal überlegen, wo geht Markus dann bald hin? Ja. Wir sind gespannt, was da rauskommt. Wir sind gespannt, ja, auf jeden Fall. Ne? Aber wir wollen jetzt nicht so viel verraten. Ich würde sagen, lass uns doch mal direkt hier weiter starten. Und zwar mit wem? Tobi. Kids, so cool, dass ihr auch wieder hier seid. Ich hoffe, euch geht's gut. Wir haben jetzt schon 6 Tage von der Schöpfung erlebt und wissen jetzt, wie das genau stattgefunden hat, was da alles war. Und heute schauen wir uns den 7. Tag an. Ich bin schon richtig gespannt, was am 7. Tag passiert ist. Ich hoffe, ihr auch. Aber unsere Expertin, die ist ganz schön fertig und erschöpft von den letzten 6 Schöpfungstagen. Ich glaube, ich wecke die mal lieber nicht auf, weil die braucht, glaube ich, ein bisschen eher Ruhe. Aber wisst ihr was? Ich glaube... Ich finde selber raus, was am 7. Tag passiert ist, weil die Expertin hat mir schon erklärt, wie man die in der Bibel das jetzt rausfinden kann. Ah ja, ich hab's. Aber bevor ich das jetzt vorlese, erstmal die Checker fragen. Was passierte am 7. Tag? Warum hat Gott sich ausgeruht? Und warum will Gott, dass wir einen Tag ruhen? So, perfekt. Und jetzt schauen wir mal rein, was in der Bibel dazu steht. So ist also das ganze Weltall entstanden, der Himmel und die Erde. Am 7. Tag war alles perfekt, was Gott gemacht hatte. An diesem 7. Tag machte Gott erstmal eine Pause und ruhte sich aus. Und Gott legte seine Kraft auf diesen 7. Tag. Er segnete ihn. Er machte, dass dieser Tag ganz, ganz besonders war. Denn an diesem Tag entspannte er sich von der Arbeit, die er getan hatte. So cool, oder? Aber jetzt habe ich doch ein paar Fragen zu dem Text an die Expertin und ich glaube, ich muss sie aufwecken, aber ich weiß schon wie. Bis gleich, wartet kurz.
machst du? Es tut mir so leid, dass ich eingeschlafen bin. Ich war so fertig bei den letzten Tagen. Ja, das glaube ich, das sahst du auch aus. Aber weißt du, Amy, ich musste dich aufwecken, weil ich habe so wichtige Fragen an dich. Weil ich habe gerade, du hast mir es ja beigebracht, alleine gelesen, was Gott am siebten Tag gemacht hat. Voll gut. Und ich habe da jetzt noch zwei Fragen dazu. Und zwar erstens, warum musste Gott denn überhaupt ausruhen? Und warum brauchen wir Menschen denn den siebten Tag? Warum sollen wir ausruhen? Also an sich, Gott muss sich nicht ausruhen, denn er ist ja, er hat so viel Kraft und er ist so aktiv. Aha. Aber Gott wollte für uns ein Vorbild sein. Denn wir Menschen, wir müssen uns einfach manchmal ausruhen. Also wir gehen ja schlafen oder wir merken, wenn wir viel gemacht haben, sind wir erschöpft. Und dann müssen wir uns ausruhen, hinlegen und uns einfach mal wirklich runterfahren. Weil Aha. das ist bei uns wie mit einer Batterie. Wenn wir uns einfach Zeit nehmen, uns auszuruhen, dann laden wir unsere Batterie wieder auf und sind voll wieder fit. Und Gott wollte auch einfach, dass wir am siebten Tag einfach alles genießen, was er getan hat, weil er hat es auch total genossen, weil er fand es perfekt. Ja, so, das finde ich so cool. Das heißt, also, Gott hat einfach das genossen, was er gemacht hat, und wir können auch das genießen, was Gott uns geschenkt hat am siebten Tag, am Sonntag. Genau. Wir haben jetzt echt so viele coole Tage erlebt, die sieben Tage, wo die Welt entstanden ist. Ich bin immer noch so begeistert, was Gott alles gemacht hat. Weißt du noch, der erste Tag, da haben wir uns kennengelernt. Ja. Da hat doch Gott das Licht und die Dunkelheit gemacht. Und da hast du doch so geschnipst einfach. Mhm. Und dann wird es auf einmal hell. Oder? Das war legendär. Ja, wie wenn Gott spricht. Ja, genau. Ist so cool, hey. Und am zweiten Tag, da haben wir uns doch hier den Himmel angeguckt, in welcher Atmosphäre wir leben. Stimmt, ich erinnere mich. Und ich habe so einen Ball vor mein Gesicht gehalten und ich habe dich abgeschossen. Aha, das war sehr cool. Mich. Und dann, der war doch der dritte Tag. Mhm. Und am dritten Tag, da hat Gott doch Wasser, Land und Pflanzen, glaube ich, geschaffen. Genau. Und da habe ich dann versucht danach, du hast mir den Kern vom Apfel gegeben. Ja. Und ich habe dann zu Hause meinen Apfelbaum versucht zu pflanzen. Mal schauen, ob er wächst. Ich bin schon gespannt, ob ich nächstes Jahr Äpfel essen kann. Mal schauen, vielleicht 3-4 Jahren oder so. Und dann am vierten Tag war es ja Himmel und also Sonne, Mond und Sterne. Ja. Weißt du noch? Du hast dich da gesonnt. Ja, genau. Und wir leben einfach im perfekten Abstand zur Sonne. Stimmt, die verbrennt uns nicht, aber sie gibt uns auch genug Wärme. Richtig. So war das. Und Vitamin D. Und das war. Und dann der nächste Tag, da haben wir dann. Ah, genau. Da wurden die Wassertiere und die Vögel geschaffen. Genau. Da haben wir uns doch die Flamingos angeguckt. Stimmt, die Flamingos, die nur auf einem Bein stehen und so eine witzige Farbe haben. Mhm. So cool. Und dann, was war dann? Dann haben wir uns angeguckt am sechsten Tag die Menschen, die Tiere, Stimmt. wie sie geschaffen wurden. Stimmt, das war auch richtig cool, hey. Ja, und jeder von uns Menschen ist voll individuell. Erinnerst du dich noch an unseren Fingerabdruck? Ja, stimmt, der einzigartig ist. Stimmt. Mhm. Und wir haben so viele coole Tiere gesehen. Ich fand's echt legendär. Und jetzt am siebten Tag heute haben wir einfach ausgeruht. Richtig. Hey, so super. Und mich hat's voll erholt. Ja. Hey, Amy, ich danke dir ganz herzlich für alle Fragen, die du uns beantwortet hast. Wir konnten so viel lernen bei dir. Voll gerne. Also ich will euch immer wieder helfen. Super, vielen Dank. Und ich würde sagen, Kids, jetzt würde ich sagen, wir gehen jetzt die Schöpfung genießen, oder? Heute ist ja der siebte Tag. Gehst du auch die Schöpfung genießen? Ja, ich gehe auch die Schöpfung genießen. Also Kids, mach's gut. Bis bald. Tschüss. Ciao. Bye. Hi Kids, und auch heute geht es wieder um unsere Schöpfungsgeschichte. Wir haben in den letzten Wochen ja wirklich sehr viel erfahren, was Gott so alles auf unserer Erde geschaffen hat. Das ist wirklich richtig cool gewesen, und zwar hat er wirklich von Helligkeit, Dunkelheit, Himmel, Erde, Tiere und Pflanzen, er hat alles erschaffen. Und lass uns noch mal kurz zusammen durchgehen, was er denn letzte Woche denn so gemacht hat. Und zwar hat er auch uns Menschen erschaffen. Er hat dich und mich erschaffen, und Gott sagt, es ist auch gut so, wie es ist. Und heute ist der letzte Tag, ist nämlich der siebte Tag in der Schöpfungsgeschichte, und es ist ein ganz, ganz besonderer Tag. Denn, wie ihr wisst, hat Gott ja wirklich an jedem Tag was anderes erschaffen, aber am siebten Tag hat er was anderes gemacht, und zwar nichts. In der Bibel steht nämlich, dass Gott gesagt hat, er hat sich ausgeruht, weil er hat die Schöpfung betrachtet und hat gemeint, es ist gut so, und am siebten Tag hat er einfach mal nichts gemacht. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber da habe ich mich gefragt, also Gott muss sich doch eigentlich gar nicht ausruhen, oder? Weil ich meine, Gott hat so viel Kraft, er hat so viel Power, der muss sich doch eigentlich gar nicht ausruhen, oder?
Aber wisst ihr, warum er das gemacht hat? Und zwar wollte er uns zeigen, dass es wichtig ist, dass wir uns ausruhen. Denn Gott wollte ein Vorbild sein und zeigen, es ist so wichtig, dass wir uns auch mal Zeit nehmen, um einfach mal nichts zu tun, uns auszuruhen und Energie zu tanken. Weil ich meine, stellt euch mal vor, wenn ihr jeden Tag in die Schule gehen müsstet. Ich meine, da wäre man schon irgendwann K.O. Oder wenn ihr jeden Tag Sport machen müsstet, von morgens bis abends, da wäre euer Körper doch irgendwann wirklich total erschöpft und ihr könntet doch nicht mehr, oder? Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns die Zeit nehmen und uns einfach erholen. Und genauso deswegen hat Gott gesagt, der siebte Tag, das ist mein Tag. Das ist der Tag der Ruhe und da sollen wir auftanken. Und wisst ihr was, ich habe euch mal einen Gegenstand mitgebracht. Ich glaube, den kennt jeder. Es ist ein ganz normales Handy. Und zwar, es gibt nicht nur das Handy, es gibt ganz viele Gegenstände, die funktionieren nur mit einer Batterie oder mit einem Akku. Und zwar ist es so, wenn man das Handy benutzen möchte, dann muss man es ja aufladen. Und am Ende vom Tag ist ja der Akku dann irgendwann mal wieder leer. Und wenn der Akku leer ist, dann funktioniert das Handy nicht. Und genauso ist es mit unserem Körper. Unser Körper, der braucht auch Energie, weil sonst funktionieren wir irgendwann nicht mehr. Und zwar durch Nahrung oder durch Schlaf. All die ganzen Dinge, die helfen uns, dass wir wieder Energie haben und dass wir wieder auftanken können. Weil stellt euch mal vor, ihr würdet einfach mal 3 Tage nicht schlafen oder 3 Tage ohne Essen auskommen. Da wäre euer Körper ziemlich kaputt und erschöpft. Aber es ist nicht nur der Körper, der sich erholen muss und auftanken muss, sondern auch unser Geist. Denn Gott sagt, der siebte Tag ist da, um Gemeinschaft mit ihm zu haben, Zeit mit ihm zu verbringen und dass auch unser Geist wieder neu auftanken kann. Und deswegen ist der Sonntag so ein toller Tag. Es ist nicht nur ein Tag, wo wir ausschlafen können, wo wir vielleicht auch mal mehr frühstücken können, sondern es ist auch ein Tag, wo wir in den Kindergottesdienst gehen können oder wir können Online-Kigo anschauen und einfach wirklich intensiv Zeit mit Gott verbringen. Und das hat Gott gesagt, es ist so wichtig, dass wir Zeit mit ihm verbringen, dass wir beten, dass wir Lobpreis machen, dass wir einfach in Gemeinschaft mit ihm haben. Und es darf jeder auf seine Art und Weise machen, aber es ist wichtig, dass wir nicht nur an unseren Körper denken, der sich erholen muss, indem wir früh ins Bett gehen oder auch genügend essen, sondern dass auch unser Geist, dass wir den wirklich immer wieder neu füllen und stärken. Und das können wir nur, wenn wir wirklich Zeit mit Gott verbringen. Und deswegen hat Gott diesen Tag geschaffen, diesen siebten Tag. Und dieser siebte Tag, die Woche hat ja 7 Tage, das ist so ein wertvoller Tag. Und deswegen steht auch in den 10 Geboten. Gott sagt sogar in den 10 Geboten, wir sollen den Feiertag ehren. Und das ist so wichtig, dass wir immer dran denken, wenn wir in die Kirche gehen, wenn wir in die Kinderkirche gehen oder Online-Kigo anschauen, wie wertvoll dieser Tag ist, den Gott für uns geschaffen hat. Und ich würde jetzt gerne noch zum Abschluss einfach mit euch beten. Und das war dann auch schon das Ende von unserer Schöpfungsgeschichte. Ihr könnt aber gerne einfach nochmal die letzten Sonntage anschauen und sehen, was Gott so alles auf dieser Welt geschaffen hat. Das ist nämlich wundervoll, okay? Also cool, wenn ihr mit dabei seid beim Gebet. Und ja, Jesus, wir danken dir einfach, dass du so viel geschaffen hast. Wir danken dir für jeden einzelnen Tag, den du so wundervoll vorbereitet hast, Jesus. Und wir danken dir auch wirklich vor allem für den Sonntag, für den besonderen Tag, wo du uns Ruhe schenken möchtest, dass wir uns ausruhen können, dass wir uns erholen können, Körper und Geist, dass wir einfach wirklich in Gemeinschaft mit dir sein können, dass wir Zeit mit dir verbringen dürfen, Jesus. Und dass wir auch einfach eine richtig coole Kinderkirche haben und ein Online-Kigo haben, wo wir auftanken dürfen, Jesus. Wir danken dir, dass du alles so wundervoll geschaffen hast. Und wir freuen uns auch wirklich, was du noch so für uns vorbereitet hast. Amen. Der Tobi, der ist so ein Checker halt. Der checkt schon einiges, muss ich schon sagen. Also. Der Tobi, der ist halt ein... Oh Mann, aber ich muss ehrlich sagen, die Schöpfungsreihe, die reiht sich jetzt so langsam dem Ende. Es geht Richtung Ende, ja. Aber wir haben den Kigo noch gar nicht am Ende, sondern jetzt kommen erstmal noch die Spiele. Genau, und zwar der Markus, der taut da erstmal so richtig auf noch bei den Spielen. Und Da ist er dann angekommen im Kigo. Vielleicht ihr Kids auch, vielleicht freut ihr schon euch schon drauf. Auf jeden Fall, jetzt geht's mit den Spielen weiter. Genau. Schön, dass ihr wieder da seid im Spielestudio. Heute machen wir wahr falsch. Und zwar, wenn ihr sagt, die Story, die ich erzähle, die ist wahr, dann hüpft ihr hier zu eurer Linken. Und wenn ihr sagt, die ist, habe ich gerade wahr gesagt? Also wenn ihr sagt, die stimmt, dann hüpft ihr auf die Seite. Wenn ihr sagt, die ist falsch, dann hüpft ihr auf die Seite, okay? Und ihr könnt gucken, ob die Geschichte stimmt, die ich euch erzähle. Die erste Aussage, die ich sage, ist, ich habe mir schon mal bei einer ganz, ganz blöden Sache den Arm gebrochen. Sagt ihr, das stimmt oder das stimmt nicht? Was sagt ihr? Markus hat sich den Arm gebrochen bei einer ganz blöden Sache? Jep. Oder hat sich nicht den Arm gebrochen bei einer ganz blöden Sache? Nein. Was sagt ihr?
Eins, zwei, drei. Nein, ich habe mir nur nie den Arm gebrochen. Okay, zweite Geschichte. Ich habe schon mal unter einer Brücke schlafen müssen. Okay, stimmt oder stimmt nicht? Stimmt oder stimmt nicht? Stimmt oder stimmt nicht? Was sagt ihr? Es stimmt! Ich habe schon unter der Brücke gepennt in, da war ich mit Freunden in Finnland, heißt das Land. Genau, eine andere Geschichte. Okay, dann, Raffi und Corinna sind verwandt. Stimmt oder stimmt nicht? Stimmt oder stimmt nicht? Stimmt oder stimmt nicht? Stimmt nicht. Okay. Ich weiß nicht, habt ihr es erraten? Weil die macht ganz schön viele coole Sachen zusammen. Da können wir schon meinen, die wären Geschwister oder so. Aber sehen sie gar nicht. Ist gar niemand von uns, ist mit niemand anderem verwandt. Also von uns halt verwandt. Ne? Also sie haben schon Verwandte, aber niemand, der hier dabei ist. Gute Erklärung, gell? Okay. Dann. Die Sarah sieht man so selten hier in den Videos, weil die immer hinter der Kamera steht. Und immer voll ganz viel unsere Kamerafrau ist. Die rennt immer mit der Kamera überall rum. So, okay. Stimmt oder stimmt nicht? Stimmt oder stimmt nicht? Stimmt oder stimmt nicht? Was sagt ihr? Es stimmt nicht. Sie ist nämlich diejenige, die immer unsere coolen Theater schreibt. Und deswegen sieht man sie so selten, weil die dann nicht nur mit der Kamera rumläuft, sondern alles beim Drehen im übelsten Blick hat. Die macht das richtig gut. Okay, nächste Frage. Priscilla hat einen Hund. Stimmt oder stimmt nicht? Stimmt oder stimmt nicht? Oder es stimmt oder stimmt nicht? Was sagt ihr? Es stimmt sowas von, dass man da hinten irgendwo rumstehen müsste, weil die mag Hunde mega gern. Okay, und noch eine Frage von Marina. Marina hatte die Idee, den Online-Kigo zu starten. Das war ihre allererste Idee. Stimmt oder stimmt nicht? Was sagt ihr? Marina hatte die Idee, den Online-Kigo zu starten. Stimmt oder stimmt nicht? Es stimmt wirklich. Ashton wirklich, sie hatte die mega gute Idee und hat uns alle zusammengebracht. Und deswegen gibt es wegen der Marina Online-Kio. Richtig cool. Und letzte Frage, noch eine Frage zu Daniela. Daniela hat schon mal ganz lang in England gewohnt, okay? Stimmt oder stimmt nicht? Stimmt oder stimmt nicht? Stimmt oder stimmt nicht? Was sagt ihr? Es stimmt nicht. Aber sie hat schon in den USA gewohnt, in Amerika. Okay, ich bin gespannt, wie viel ihr richtig habt. Schreibt es gerne irgendwo hin, schickt uns eine Mail und viel Spaß euch noch. Hallo Kinder, herzlich willkommen heute zum Action-Spiel. Das ist ein Spiel, bei dem ihr wieder aufstehen dürft und mitmachen dürft. Ihr seid einmal mit dabei. Genau, steht auf. Ihr macht mit, was ich mache und irgendwann, wenn ihr einen Text könnt, könnt ihr aber auch mitmachen, okay? Hallo, ich bin der Hannes. Ich hab eine Frau und drei Kinder und ich arbeite in einer Knopffabrik. Eines Tages kommt mein Chef und sagt, Hannes, hast du Zeit? Ich sage, yo. Dann drehe diesen Knopf mit der linken Hand und alle. Hallo, ich bin der Hannes. Ich hab eine Frau und drei Kinder und ich arbeite in einer Knopffabrik. Eines Tages kommt mein Chef und sagt, Hannes, hast du Zeit? Und ich sage, jo. Dann drehe diesen Knopf mit der rechten Hand. Hallo, ich bin der Hannes. Ich habe eine Frau und drei Kinder und ich arbeite in einer Knopffabrik. Eines Tages kommt mein Chef und sagt, Hannes, hast du Zeit? Ich sage, jo. Dann drehe diesen Knopf mit dem linken Fuß. Hallo, ich bin der Hannes. Ich habe eine Frau und drei Kinder und ich arbeite in einer Knopffabrik. Eines Tages kommt mein Chef und sagt, Hannes, hast du Zeit? Ich sage, jo. Dann drehe diesen Knopf mit dem Bauch. Hallo, ich bin der Hannes. Ich hab eine Frau und drei Kinder und ich arbeite in einer Knopffabrik. Eines Tages kommt mein Chef und sagt, Hannes, hast du Zeit? Ich sage, jo. Dann drehe diesen Knopf mit dem Kopf. Hallo, ich bin der Hannes. Ich hab eine Frau und drei Kinder und ich arbeite in einer Knopffabrik. Eines Tages kommt mein Chef und sagt, Hannes, hast du Zeit? Ich sage, jo. Dann drehe diesen Knopf mit der Zunge. Hallo, ich bin der Hannes. Ich habe eine Frau und drei Kinder und ich arbeite in einer Knopffabrik. Eines Tages kommt der Chef und sagt, Hannes, hast du Zeit? Ich sage, nein.
Doch. Jetzt hat er sich ausgetobt. Jetzt hat er sich ausgetobt und das war es auch schon wieder für unseren heutigen Online-Kiko. Wir haben aber gute Nachrichten, Good News. Und zwar, nächste Woche haben wir wieder einen Live-Online-Kiko. Oha, nicht schlecht, Herr Specht. Ja. Live-Online, ihr könnt live dabei sein, wenn wir quasi zu sehen sind und so weiter. Und es gibt eine Besonderheit. Eine Besonderheit? Schieß los. Ja, wir haben gedacht, hey, wenn ganz viele Gemeinden wieder vor Ort Online-Kiko, wenn Gemeinden vor Ort wieder Kindergottesdienst machen, dann haben die Kinder morgens gar keine Zeit dabei zu sein. Das stimmt. Deswegen haben wir gesagt, hey, wir starten den Live-Kiko um 17 Uhr. Um 17 Uhr abends, da einmal noch Live-Kiko am Sonntag erleben. Und wenn du dabei sein willst, dann klick dich rein. Nächste Woche 17 Uhr. Genau, 17 Uhr, Kinder. Das ist eine richtig tolle Uhrzeit, finde ich. Weil da kann man morgens zum Beispiel Kinderküche vor Ort erleben und abends noch so ein Online-Kiko. Und das ganze Online-Kiko-Team ist am Start. Das können wir euch schon mal verraten. Ne? Ja. Wir haben echt ein paar coole Sachen für euch vorbereitet. Und genau, aber Raffi, wie sieht's denn aus mit der Frage? Ja, das ist ja auch eine spannende Sache. Wo geht der Markus denn hin? Aber auch da kann ich euch verraten, schaut nächste Woche rein und dann erfahrt ihr, wo geht Markus denn eigentlich hin? Genau, und nächste Woche beantworten wir die Frage und der Markus wird vielleicht auch noch ein paar Worte dazu sagen, was er dort macht. Ob er da jetzt mit Koalas am Strand chillt oder in Barcelona hier mit dem Raffi. Das erfahren wir nächste Woche. Und jawohl. Bis dahin würde ich sagen, haltet die Ohren steif und zum Abschluss, Raffi, betest du noch mit uns? Jawohl. Jesus, ich segne die Kinder. Ich bete, dass ihnen ganz viel Gutes geschieht in dieser neuen Woche, dass sie dich erleben dürfen. Und Jesus, ja, danke, dass wir Online-Kiko haben durften, für Tobi und für die Betrachtung der Schöpfung, dass wir das anschauen konnten, was du alles gemacht hast. Mhm. Danke, dass wir hier leben dürfen auf dieser Erde. Amen. Amen. Hey, genialen Sonntag euch, habt einen tollen Tag und wir freuen uns bis nächste Woche, 17 Uhr, unser Live-Online-Kiko.